Okay, back to Elite Dangerous. Where are we? Non remember. Ah yes, I think we decided that we will be exploring these guys. One thing that I wanted to do is target my system in route. What can it be for? Okay, apply. I'm not sure that I actually.
actually not the front either. Actually, I met a little bit of this in white. But why am I going so slow? Auf jeden Fall dann noch online kommen. Dann verabschiede ich mich von euch. Mama. Hallihallo Freunde der NRW 18 hier und ich begrüße euch natürlich auch hier wieder ganz herzlich zum nächsten Teil von The Westerner. Und ja, ich bin natürlich auch hier wieder im Urlaub. Ein wunderschöner, erspannender Urlaub, leider nur viel zu kurz. Wie so oft. Naja, egal. Es geht weiter. Wir haben hier in der Stadt noch einiges zu erledigen. Was? Weiß ich nicht. Aber ich denke mal, dass es das ist. Ich bin eben ganz kurz hier mal beim Sheriff reingegangen und ja, konnte mich noch ein wenig mit ihm unterhalten. Und ja, dann habe ich aber auch schon abgebrochen, weil ich möchte das natürlich blind mit euch zusammenspielen. Und dann wollte Hallo, ich... Hallo, Mr. Fillmore. Hallo, Sheriff. Denn wir können uns jetzt hier als Anwalt registrieren. Ich bin Anwalt und verteidige Mr. Postum. Zeig. Bringen Sie mir bitte Ihr Diplom. Ich habe es nicht dabei. Dann kann ich Sie nicht mit ihm reden lassen. Wie immer herrlich, oder? Könnten Sie mir Ihre Ernennung zum Sheriff zeigen? Hängt dort an der Wand. Und den Haftbefehl gegen Mr. Postum? Ich brauche keinen Haftbefehl. Um jemanden zu verhaften. Ja, natürlich. Wie lautet die Anklage gegen meinen Mandanten? Mr. Starrex Vieh gestohlen zu haben. Als Beweis habe ich den Stier hier draußen, den ich auf der Farm Ihres Mandanten gefunden habe. Der Stier trägt Starrex Brandzeichen. Das ist Beweis A in diesem Fall von Diebstahl. Kann ich wenigstens erfahren, wann mein Mandant vor Gericht gestellt werden soll? Man folgt in solchen Fällen der normalen Prozedur. Sie wissen schon. Ah, ja.
Ja, klar. Und welche war das doch gleich? Ein Marshal kommt und überführt ihn in die Hauptstadt. Wann kommt der Marshal, um meinen Mandanten abzuholen? Er wird mir zuerst ein Telegramm senden, um mir seine Ankunft mitzuteilen. Ich werde ihn am Bahnhof erwarten. Wir nehmen noch ein paar Drinks, dann unterschreiben wir die nötigen Papiere in meinem Büro und ich überlasse ihm den Gefangenen. Sie wissen schon, die gewöhnliche Vorgehensweise. Natürlich. Ich muss kurz zur Toilette. Sie sollten sich ein tragbares Klo besorgen. Ja. Eine neue Erkenntnis, wie wir herausgefunden haben. Ich will jetzt nochmal zum Bahnhof, denn vielleicht sind ja schon ein paar Telegramme angekommen. Das würde auch meine finanzielle Lage ein wenig aufbessern. Ja, und wie gesagt, wir müssen ja auch noch zur Schule, um das Bild von Jesse James abzuliefern. Da bin ich auch mal gespannt, was da rauskommt. So, drückt die Daumen. Schönen Tag auch. Was wünschen Sie? Mein Freundchen. Ich möchte ein Telegramm. Hä, was? Noch eins? Ist etwas für mich angekommen? Name? Fillmore. Fenimore Fillmore. Fillmore, ja. Oh. Hier bitte. Es kommt aus New York. Lieber Neffe, ich schicke dir das Geld, um das du mich gebeten hast. Deine Tante Philomena. $10? Aber ich wollte doch 100. Warnung, diese Nachricht wird sich in 5 Sekunden selbst vernichten. Was? Na toll. Na, aber immerhin. Schönen Tag auch. Was wünschen Sie? Noch mehr? Ist etwas für mich angekommen? Name? Fillmore. Fenimore Fillmore. Fillmore. Nein, gar nichts. Okay. Aber wieso? Schönen Tag auch. Was wünschen Sie? Ein neues Telegramm aufgeben. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Los geht's. Marshall von Capital. Natürlich! Marshall von Capital City. Erwirken Sie die Freilassung von Tom Poston. Punkt. Meine Untersuchung zeigt, er ist unschuldig. Punkt. Gezeichnet Sheriff Slocum, Starrick City. Stop. Ich kann das nicht senden. Sie... Na gut. Ich muss weg. Okay, also das können wir nicht. Okay, aber wenigstens $10. Ach, jetzt kommen wir hier wieder nicht raus, ne? Na doch, wir kommen raus. Jackson's Store. Da brauchen wir nichts mehr. Das Bild haben wir. Würde ich mal sagen. Machen wir uns auf den Weg zur Schule. Denn wir haben ja auch immer noch unsere Waffen. Achso, du brauchst, du willst was Happel haben, wa? Moment. Man sagte mir, an der Brücke solle es wohl weitergehen, aber das können wir ja gleich nochmal finden. Jetzt erstmal zur Schule. Ich möchte endlich wissen. Ah, lass es dir schmecken. Ich möchte endlich wissen, wo unsere Revolver sind. So. Dann geh in die Stadt ein zur Saule. Ich glaube, da brauchen wir nur 2 Rüben, kann das sein? Ne, nur eine.
jetzt hier gleich ein bisschen auf. So, mein Lieblein. Wo habe ich das Bild? Da habe ich es. Nee. Hier hast du dein Bild von Jesse James. Das ist ja cool. Sogar mit Autogramm. Leihst du mir deinen Hund? Na klar. Hey, Dobby, hilf diesem Herren, die Spur zu verfolgen. Geben Sie ihm irgendein Kleidungsstück, damit er schnüffeln kann. Dobby von... Folgt in der Spur des Besitzers. Aus der Stadt. Ach, warte mal, die Socke. Das müsste doch theoretischer sein. Hier, Tobi, schnupper mal. Such Billy. Billy. Genau. Ja, halt, Moment. So schnell, mein Freund. Die Uhr hat nicht geschleift. Hinter dem her! Okay, raus, Mann, fertig. Ach, guck mal, hier geht's sogar noch weiter. Ah. Aha. Mr. Fillmore? Schon wieder der Typ. Das lasse ich lieber. Och nö. Moment, was kann man denn jetzt hier noch benutzen? Moment mal, die Seile hochwerfen vielleicht? Ja. Ach, gucke mal. Besser nicht. Ja, du so. Mach, dass du da hochkommst. Okay, die machen noch nichts. Das ist sehr schön. Da. Hallo, Mr. Fillmore. Hallo, Jungs. Tagchen. Eieiei. Thank you.
nicht. I think it's not overly interesting, this system. There are too many ice planets. Frameshift drive charging. Gebt mir meine Waffen zurück. Ich habe sie nicht mehr. Und wo sind sie? Tommy hat sie versteckt. Und Billy weiß nicht wo. Das stimmt, Mr. Fillmore. Er weiß nicht, wo sie sind. Nur ich weiß es. Tommy, wo sind meine Waffen? Ich denke nicht dran, es ihm zu sagen. Ich helfe deinem Vater. Vater ins Gefängnis gesteckt. Weil er ein berühmter Bankräuber ist. Er hat zusammen mit Jesse James Züge ausgeraubt. Lüg nicht, Tommy. Dein Vater ist ein Bandit, oder? Und ich werde auch einer, wenn ich groß bin. Billy wird auch zu meiner Bande gehören. Aber zuerst müssen wir schießen lernen. Billy sagt, dass sie es uns beibringen können. Wenn ihr mir meine Waffen wiedergebt, bringe ich euch das Schießen bei. Nein, danke. Kein Interesse. Na komm schon, Tommy. Wir geben ihnen einen Revolver zurück. Nix da. Beide oder beide? Sie bringen uns das Schießen bei und wir geben ihnen dann den anderen wieder. Och, nee. Billy, welche Lüge hat Tommy erzählt? Sein Vater raubt weder Banken noch Züge aus. Er wurde nur wegen Starek ins Gefängnis gesteckt. Weil Starek Angst vor ihm hat und mein Vater umlegen möchte. Dein Vater ist sehr mutig, aber kein Räuber. Mensch, man hat ihn beschuldigt, viel gestohlen zu haben. Aber du weißt, dass das eine Lüge ist. Meine Güte, die spielen die ganze Zeit und Schnickschnack und jedes Mal gewinnt der. Hat Starek Tommys Vater ins Gefängnis gesteckt? Mehr oder weniger. Er beschuldigt ihn, viel gestohlen zu haben. Am Ende wird mein Vater mit Sicherheit gehängt. Man könnte denken, das würde dich nicht stören. Haben Sie schon mal jemand hängen sehen? Auch wenn er gehängt wird, werden wir Kinder ihn nicht sehen können. Ich sicherlich schon, weil ich sein Sohn bin. Ich helfe euch gegen Starek. Ja, Billy sagt, dass sie ein Revolverheld sind. Klar ist er das, Tommy. Hat ihre Waffen genommen, um es denen zu beweisen. Ich würde sie gerne schießen sehen. Sehen möchtet, wie ich schieße, gebt mir meine Waffen wieder. Nein, komm, Tommy. Ich habe Nein gesagt. Komm schon, Tommy. Sie sollten sich nicht in unsere Auseinandersetzung einmischen. Ja, Mr. Fillmore. Geben Sie mir etwas Zeit und kommen Sie gleich wieder. Ich rede mit Tommy. Einverstanden. Ich lasse euch kurz allein. Oh, was ist denn jetzt?
Dumm, die dumm. Moment mal, da können wir uns hier unten mal ein bisschen umgucken. Vielleicht? Nein. Aber dann können wir die Zeit nutzen und uns hier ein paar... Moment. Erstmal Wasser holen. Und ein paar Möhrchen pflücken. So, wo ist denn jetzt hier diese dämliche... Moment mal. Das hier, ne? Ah doch, oh, Bübsch, wo ist denn jetzt hier der... Das? Hallo? Okay, das, Hä? Okay, das ist, was ist denn das für ein Raum hier? Ziemlich stur. Naja, sie müssen es eben anders versuchen. Tommy, wenn du mir die Waffen gibst, bringe ich... Tommy, wenn du mir die Waffen gibst, bringe ich Starek zur Strecke. Und kann ich sehen, wie sie ihn umbringen? Natürlich. Oh. In einem Duell? Selbstverständlich. Kann ich das kurz mit Billy besprechen? Gut, aber ich komme bald zurück. Boah, wie gewalttätig sind die denn damals gewesen? Meine Güte. So, dumm, nie jom, nie jom. So, jetzt nochmal um. Unmöglich. Wie? Was ist das Seil benutzen? So, jetzt aber. Hallo, Mr. Fillmore. Hallo, Jungs. Tagchen. Tagchen. Was ist Tommy? Gibst du mir meine Waffen zurück, damit ich Starek erledigen kann? Aber zuerst werden sie den Sheriff umbringen müssen. Einverstanden. In Ordnung. Die Revolver sind im Wasserloch. Dem im Schulklo? Den Trick hat mir mein Vater gezeigt. Oh, gut. Dann werde ich sie da mal rausholen. Ach, da war das bestimmt die Toilette, wo ich da gerade drin war. Ah? Ach, ich da mal vorher gewusst, ja. Na, ganz toll. Da hinten. War das das bestimmt auch auf der Farm? Okay. Naja. Da weiß ich jedenfalls, wo ich hingehen muss, wenn der gute Film mal muss. So, machst du das jetzt? Nein, das ist nicht automatisch. Na! Ja. Und jetzt geh da rein. Oder ist das das Wasserloch? Also, mal sehen. Oh. Endlich! Meine geliebten Revolver! Ah, endlich! Wir sind wieder komplett! So, was haben wir jetzt davon? Jetzt haben wir Spielzeugrevolver und richtige Revolver. Schön, schön, schön. Tja. Dann, hallo? Oh. Ach du lieber Scholli! Na, noch alles dran? Ja, danke. Es geht mir gut. Soll ich einen Arzt holen? Nicht nötig. Der Doktor ist schon da. Ja, ja. Das Rad hat sich zerlegt. Könnte ich's nur reparieren. Wenn Sie möchten, kann ich ja Hand anlegen. Sie? Wissen Sie überhaupt, wie man etwas repariert? Ich kann's ja versuchen.
Na dann beeilen Sie sich. Miss Rhiannon hat gesagt, dass jemand in der Schule verletzt wurde. Sie sagte, Levi. Ich bin Levi, wissen Sie? Levi hat sie gesagt, wir müssen dem Mann helfen. Levi muss den Arzt zur Schule bringen. Er kann ihm helfen. Ach, Miss, sag ich, der Herr wird nicht zulassen, dass Sie dem Farmer helfen. Ihr Onkel erlaubt Ihnen das nie. Und sie sagt, dann sage ich bin krank und du holst dann den Doktor, Levi. Aber zuerst musst du zur Schule fahren mit dem Doktor. Und damit er mir sagen kann, wie es den Fremden sehen, kommst du hier. Und hier. Stattlich und galant. Wir sind immer noch mit Benny Moore vor der Schule, wo es gerade eben eine tragische Unfall gegeben hat. Und ja, wir haben Livy hier, Livy, kennengelernt, mit der wir uns jetzt noch ein bisschen unterhalten. Hören Sie, Livy? Ich höre Sie, Mister. Ich höre immer. Emma. Es geht um Miss Rhiannon. Ich wusste es. Ich kann ein bisschen helfen. Erinnert mich so ein bisschen auch noch. Welche Maße hat sie? Das geht sie nichts an, sie Wüstling. Werden Sie nicht böse. Warum wohnt sie bei ihrem Onkel? Das ist eine traurige Geschichte. Miss Rhiannon verlor ihre Mutter bei der Geburt. Und man brachte ihren Vater um, als sie 2 Jahre alt war. Seither hat sich ihr Onkel um sie gekümmert. Natürlich auch um die Ranch seines verstorbenen Bruders. Wer hat ihren Vater umgebracht? Man weiß es nicht. Ein Fremder. Man schoss ihm in den Rücken, während er in seinem Büro ein Buch las. Hat sie ein Diplom als Lehrerin? Wo soll was sein? Ich meine, ist sie wirklich Lehrerin? Nein, sie unterrichtet gratis. Sie hat mir das Lesen beigebracht. Sind Sie ihre Dienerin? Ja, Mister. Ich habe sie großgezogen. Ihr Onkel hat mich gekauft, als ich 18 Jahre alt war. Miss Rhiannon war erst 6 Jahre alt. Sie hatte schon damals einen starken Charakter. Sie hat ihren Onkel gezwungen, mich freizulassen. Sie freizulassen? So ist es. Und ihr ein Gehalt zu zahlen. Ja, Maya. Ich möchte sie gern sehen. Jetzt kann sie nicht. Sie hat sich in ihrem Zimmer eingesperrt. Sie hatte einen Streit mit ihrem Onkel. Sie sagt, sie sei krank und möchte den Arzt sehen. Die Arme. Und welche Symptome hat sie? In Wahrheit ist sie nicht krank. Sie spielt es nur. Wenn sie nicht krank ist, wozu braucht sie dann einen Arzt? Hab ich doch schon gesagt. Damit der Doktor ihr sagt, wie es ihnen geht. Aber der Arzt hat mich nicht einmal untersucht. Das ist egal. Wichtig ist, dass man ihr sagt, dass es ihnen gut geht. Ich glaube nicht, dass der Doktor jetzt viel sagen kann. War mal ein Whisky. Das da ausgenommen. Da haben Sie recht. Irgendwie bin ich jetzt mit der Thematik ein wenig überfordert. Sie sollen... Okay, wir hören uns. Das ist einfach. Wäre es nicht besser, wenn ich Miss Rhiannon persönlich sage, dass es mir gut geht? Klar, aber das ist nicht möglich. Sie können nicht einfach auf der Ranch herumspazieren. Könnte ich nicht unbemerkt auf die Ranch kommen? Mr. Stark erwartet, dass ich mit dem Doc komme, nicht mit ihm. Und wenn ich mich als der Doc verkleide? Sie brauchen eine Brille? Eine Melone, eine Jacke und eine Arzttasche. Ich könnte den Doc darum bitten. Der Doktor hat alles bei dem Unfall verloren. Gut, ich werde die Sachen schon irgendwo auftreiben. Gut, wir können es probieren. Aber Sie müssten etwas zunehmen. Na, ganz toll. Ist sie verlobt? Keine.
keinen Verlobten, aber einen Bewerber. Mr. Random, der Sohn einer reichen Familie von Viehzüchtern. Okay, eine Brille, Melone, Arzttasche und eine Jacke. Brille haben wir, die Arzttasche haben wir. Tja. Naja, und Ticker sollen wir auch noch werden. Naja, okay, ich lasse mich überraschen. Ihr Onkel möchte, dass ihr einen gewissen Random heiratet, oder? Ja, das möchte er. Aber er hat es nicht einfach. Miss Rhiannon ist sehr stur. Sie wird ihn nicht heiraten. Nein, wird sie nicht. Mr. Random ist nicht ihr Traumprinz, das ist sicher. Wie sieht denn ihr Traumprinz aus? Ein mutiger und ehrlicher Mann natürlich. Ein Mann, der für die Schwachen kämpft und das alles. Sie wissen schon, ein Mann, der in der Lage ist, ein Rad zu wechseln. Er muss natürlich auch gut aussehen. Ach, so wie Fenimore. Was brauche ich, um mich als Doc zu verkleiden? Das hatten wir schon. Ich sehe mich mal nach einem Ersatzrad um. Ja, gehen Sie. Gehen Sie. Okay, schauen wir uns mal an. Kutsche, Jacke, sprich Doc. Okay, da können wir wohl nichts aus. Lassen wir ihn sein Rausch ausschlafen. Ja, ist ja gut. Sonst die Kutsche angucken. Ich passe. Ganz wie Sie meinen. Okay, da können wir nichts machen. Also gehen wir mal hier drum herum. So, wo waren denn jetzt die Kinder? Na, komm. Bleib stehen. Hallo, komm hier nach vorne. Das lasse ich lieber. Ja, okay, das Seil können wir gar nicht mehr anklicken, wie ich jetzt gerade feststelle. Doch, nee. Ich passe. Gut, dann eben nicht. Aber die Kinder sind abgehauen, das habe ich gesehen. So. Als Rad, nee, warte. Als Rad habe ich jetzt hier nichts. Was ist das? Schubkarrenrad, ich glaube, das ist zu klein. Gehen wir mal wieder aufs Pferd. Außerdem... Moment mal. Fahren doch... Nein. Joe's Bar. A brauche ich nämlich wieder Möhren. Und dahin waren sie doch, glaube ich, auch unterwegs, oder? Stella war doch hier. Ich vertue mich da jetzt nicht. So, und hier muss das dann gewesen sein, dass das Möhrenbeet... Oh, wo kommt jetzt hier rein? Dass das Möhrenbeet neben dem Haus war. Ja, richtig, genau. Hier vorne, ja, genau. Hier vorne können wir Wasser holen. Zack. Brunnen benutzen. Entschuldigen Sie, Mrs. Jones. Was wollen Sie?
Ich brauche das Rad für einen dringenden medizinischen Diamanten. Elven hat gesagt, so. Jetzt weiß ich auch nicht, wie ich das Rad im Schweinestall gebrauchen kann. Ich brauche das Rad für einen dringenden medizinischen Notfall. Worum geht es? Es geht um Miss Rhiannon. Sie ist krank. Dafür brauchen Sie das Rad? Weiß ich doch nicht. Ich bin kein Arzt. Schon gut. Wenn Sie es rausbekommen, gehört es Ihnen. Aber nicht über den Zaun klettern. Das Rad holen, ohne über den Zaun zu steigen? Wie soll denn das gehen? Das ist Ihre Sache. Ich bin nicht hier, um Probleme zu lösen. Ich mache sie. Ich bin Ihnen unsympathisch, nicht wahr? Aber nein. Ich bin es, die Ihnen unsympathisch ist. Das stimmt. Ihr Mann Elvin hat gesagt, Sie sollen mir das Rad geben. Ich habe das Rad geerbt. Deswegen gehört es mir und nicht Elvin. Gut, ich lasse Sie mal wieder in Ruhe. Gut. Gut, wie kommen wir jetzt an das Rad? Zu weit weg. Ich könnte mir vorstellen, wie wir das schaffen würden. Durch die Klappe kommen wir ja nicht. Oder? Nur geh doch da rein. Nein, da kommen wir nicht durch. Besser nicht. Okay, was können wir dem Schwein denn geben? Fisch? Nee. Aber vielleicht den Apfel? So etwas mache ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ach so, scheiße. Gut, dann denke ich mal, sind wir hier fertig. Finden tun wir ja auch keinen zum Quatschen. Also wieder oben fährt. Hast du Hunger? Ich schau mal, was ich hier zu essen finde. Ach ja, stimmt. Ja. Wir müssen ja noch Möhren. Tu mal lieber die Möhrchen. Ja. Oder warte mal. Moment, das will ich nochmal... Nein, da hinten. So viel dann... Den Schrank habe ich auch schon ausgeplündert. Warum? Das macht meine Möhre. Ist es nicht ehrlich. Schöne Melodie wieder. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach da. Ja. Okay. Hier raus. Nein, raus. Und dann ins Bus. Sie hatte einen Streit mit ihrem Onkel. Sie sagt, sie sei krank und möchte den Arzt sehen. Die Arme. Und welche Symptome hat sie? In Wahrheit ist sie nicht krank. Sie spielt es nur. Das Rad holen, ohne über den... Ja, hier drum. Geschlossen. Ja, natürlich. Das ist unser Zimmer, Joe's und meine. Billy, mach die Tür auf! Mr. Fillmore? Ja, ich bin es. Schon.